Hi Freunde, Moddenbann hier. Viele Leute haben mich darauf angesprochen und ich habe mir das mal zu Herzen genommen und habe gesagt, ich mache einfach mal einen Guide dazu, wie man ein UI aufbaut, beziehungsweise wie ich mein UI aufgebaut habe, worauf zu achten ist, äh, wo man welche Fenster hinsetzen könnte, wie man die ganzen Add-ons, wie die ganzen Add-ons heißen, was mir hilft, im Spiel klarzukommen. Und ich habe mich jetzt mal hingesetzt, habe einen Guide dazu gemacht, den ich natürlich für euch auf YouTube hochlade, also guckt euch gerne dieses Video an. Und wenn es euch gefällt und euch auch weitergebracht hat, gebt ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Äh, schreibt gerne einen Kommentar mit Fragen, Anregungen oder irgendwas, einfach nur für den YouTube-Algorithmus. Und lasst gerne ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und viele weitere hilfreiche Informationen äh, einfach mitbekommt und mitbekommt, welchen Video ich hochlade. Falls euch das Thema interessiert, guckt es euch dann natürlich an. Außerdem lasst gerne ein Follow auf Twitch da, Link ist unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ja, wir gucken uns, wie gesagt, das UI an und ich gebe euch Tipps bzw. einen kleinen Guide, wie ihr euer UI verbessern könnt, wie ihr euer UI einfach umbauen könnt. Und das Ganze versuche ich in 10 Minuten, dass ihr am Ende auch nicht länger braucht als 10, 15 Minuten, um euer UI perfekt aufzubauen. Zuerst gehe ich auf Addons ein, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Und zwar gehen wir hier einmal auf ähm, tukui.org. Und zwar ist das einmal die Seite, wo wir 11 UI downloaden können. Dafür gehen wir auf Download Elf ui und das Ganze wird ein Ordner sein. Diesen Ordner nehmen wir dann und packen ihn in unseren WoW-Ordner. Und zwar geht ihr dafür in den Ordner WoW, dafür dann in Retail, ins Interface, auf Add-ons und habt dann hier quasi alle eure Add-ons. Und hier entpackt ihr einfach den Ordner, da sollten dann zwei Ordner rauskommen. Einmal Elf ui und Elf ui Options. Ich packe mich auf die andere Seite so lange, um euch das ein bisschen zu erklären. Ja, also die beiden braucht ihr auf jeden Fall. Und danach solltet ihr euch von Overwatch Curse Forge holen. Das ist eine App bzw. ein äh, Gadget, das euch einfach Addons installieren lässt. Und jetzt braucht ihr noch ein paar Addons für eine Weak Aura, die ihr euch auch am besten holen solltet, wo wir gerade dabei sind. Und zwar braucht ihr einmal, wie gesagt, Weak Aura. Ähm... Wo haben wir es hier? Weak Auras. Das ist auf jeden Fall runterlagen. Weak Auras sind Hilfestellungen im Spiel, zum Beispiel kleine Bildchen, die euch angezeigt werden in gewissen Situationen, wenn ihr zum Beispiel springen müsst oder äh, wenn ihr bei einem Boss irgendwas machen müsst. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall DBM holen. Deadly Boss Modes. Äh, das kann ich direkt auch mal updaten, wo wir gerade hier bei sind. Ähm, Deadly Boss Modes ist auch etwas eine Tonansage, wenn zum Beispiel. Gesagt wird, ähm, lauf weg, dann kommt auf den Kopfhörern ein Lauf weg und du weißt, was du machen musst, etc. So, dann brauchen wir noch ein paar kleine Ads und zwar das Shared Media DNNS GT, dann das Lip Get Frame Lip Shared Media 3.0 und das Shared Media Courses. Und das brauchen wir für unsere Week Aura, die ich euch gleich auch nochmal näher bringen werde. Doch jetzt gucken wir uns erstmal in-game an, was das Ganze überhaupt gebracht hat. Sollen wir jetzt Escape drücken? Erstmal geht ihr natürlich in euren, äh, auf eure Add-ons und macht diese einmal an. Ähm, Details ist hier so ein kleines Addon, das würde ich euch auch empfehlen, könnt ihr euch auch runterladen über CurseForge, äh, wo ihr seht, wer wie viel Schaden gemacht hat, wer wie viel geheilt hat. Lib, das habe ich euch gerade erklärt. Mystic Dungeon Tools braucht ihr in erster Regel nicht. Um, Raider.io ist zum um, Sehen, wie gut ein Spieler in manchen Keys ist. Könnt ihr euch auch holen, müsst ihr aber nicht. Rare Scanner ist dafür da, um Rares zu sehen. Genau, ich gehe einfach hier alle durch. TomTom -Tom hilft euch ein bisschen, euch besser zurechtzufinden. Und halt hier haben wir noch mal DBM und Elf UI um, beziehungsweise auch den service Modest Puzzle Helper, den ich aktuell auch nicht mehr brauche. Dann gehen wir einmal auf Neuladen, klicken die an, die wir haben wollen und haben jetzt einige Addons aktiv, um, die ihr jetzt im Spiel benutzen solltet. So, wenn wir jetzt hier wieder reinkommen, ja, bei mir dauert es ein bisschen mit dem Laden, weil ich das Spiel nicht auf der SSD liegen habe aktuell, sondern auf der HDD, weil die SSD voll war. <laughs> Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt hier einmal auf Escape. Und dann auf Elf UI. Und jetzt werdet ihr die erstmal erschlagen. Ihr habt hier ein riesiges Einstellungsfenster, was größer aussieht, als es ist. Also ihr könnt hier zum Beispiel Abklingzeiten, Texte, Aktionsleisten, Chat und, und, und einstellen. Also ihr habt hier ganz viele Möglichkeiten. Doch die Hauptwerke sind eigentlich folgende. Und links habt ihr Umschaltpunkte um umsch Ach, Ankerpunkte umschalten. Das braucht ihr gleich. Und wir haben hier ein kleines Tutorial. Das könnt ihr euch einfach mal angucken. Da klickt ihr drauf. Und dann sind hier so Hilfesachen, wie ihr zum Beispiel das ganze installieren könnt oder auch wo genau was äh, wie funktioniert ja aber ich erkläre euch das auch hier in dem Video ähm, ihr sucht euch als erstes am besten jemand der in eurer Gruppe ist ich habe mir hier einen Kollege von meiner Frontlist einfach eingeladen äh, damit ich hier das Addon besser aufbauen kann und dann geht ihr auf LUI UI und geht auf Ankerpunkte umschalten und jetzt seht ihr erstmal verdammt viel so, wir haben hier die einzelnen Aktionsleisten, wo wir unsere Buffs etc. reinpacken können. Und äh, wir gehen einfach mal auf Aktionsleiste 1. Die dürftet ihr sehen, macht einen Rechtsklick drauf und jetzt habt ihr hier ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Hier könnt ihr sagen, wie viele Tasten die ganzen Aktionsleisten haben. Guckt mal unten auf Aktionsleiste 1. Wenn ich das runtergehe, dann wird auch das Feld kleiner bzw. größer. Hier könnt ihr sagen, wie viele Tasten sollen in einer Leiste sein, sodass es auch auf eine Leiste skaliert werden kann. Der Abstand der Tasten, der Größe der Tasten, das könnt ihr hier oben alles einstellen. So, dann könnt ihr hier sagen, von wo nach wo die Tasten geordnet werden. Also von unten links baut sich das Ganze bei mir einmal auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also ja, bottom left. So, Alpha, das ist glaube ich ein Farbwert, wie transparent das Ganze sein soll. Könnt ihr auch einstellen, wenn ihr da durchgucken wollt. Äh, ist vielleicht ganz sinnvoll, das Ganze ein bisschen runterzudrehen. Ich mache es bei mir auch mal auf 80%, denn wenn hinter euren leichten äh, ja, Flächen liegen, äh, habt ihr so einen besseren Überblick. So, dann könnt ihr mit linksklick das Ganze einfach. Festhalten. Ich mache es mal hier bei dem Schlachtzugsfenster und könnt das Ganze verschieben, wie ihr wollt, an die Position, wie euch beliebt. Und wir können auch mal an dem Schlachtzugsfenster rumspielen. Da könnt ihr, obwohl an dem 40er fenster wir sind nicht so auf dem 40er Wait, obwohl wir nehmen das. Ah, doch das 40 er Und da könnt ihr meinetwegen sagen, ihr möchtet das gerne höher haben, ihr möchtet es kleiner haben, breiter, dicker und so weiter. ja Also das könnt ihr damit anpacken. Ihr könnt quasi alles in eurem UI platzieren, wie ihr wollt. Ihr könnt sogar die Minimap nehmen und die irgendwo hinpacken. Macht das so, wie ihr Lust habt. Ihr könnt die Buffs einzeln verschieben. Ihr könnt alles verschieben, wie ihr wollt und so, wie es euch beliebt. Am wichtigsten natürlich die Aktionsleisten. Ihr geht dann auf Leiste 1, stellt die ein, dann geht ihr hier auf. Ähm, Aktionsleiste 2, könnt die einstellen und so weiter. Und irgendwann kommt ihr dann zu Leisten, die sind hier oben nicht eingeschaltet. Da drückt ihr einmal drauf und dann sollte die Leiste in eurem UI irgendwo auftauchen. Das ist jetzt Aktionsleiste 8. Ich müsste jetzt gucken, wo ich diese finde. Wahrscheinlich hier hinter den ganzen Leisten, irgendwo versteckt oder unten irgendwo. Ich lasse sie einfach ausgeschaltet, weil ich sie nicht brauche und ich zeige euch mal kurz bei Leiste 1. Wenn ich die jetzt ausschalten würde, dann würde sie einfach verschwinden. Das Ganze natürlich auch beim Aussehen. Und so könnt ihr euch dann die Leisten, wie ihr sie wollt, äh, hinziehen und äh, logisch vergeben. So wie ich es auch gemacht habe. Ihr könnt euren Chatfenster hinziehen, wie ihr wollt, die Minimap. Ihr könnt die Quests nach links mit dem Questfenster. Ihr könnt Arena-Fenster, boss und und und. Ihr könnt alles dahin schieben, wo ihr wollt. Genau. Das einmal dazu zuerst quasi. Ähm. Ankerpunkte wieder umschalten und das Ganze ist gespeichert und ihr habt alles drin. So, jetzt solltet ihr als nächstes auf Escape gehen und Tastaturbelegung. Äh, doch, Tastaturbelegung und da auf Aktionsleisten. Wir haben gesehen, Leiste 1, Aktionsbutton Nummer 1 ist der hier. Legt den auf ein Feld, wo ihr wollt. Ich habe es hier meinetwegen. Ich fange oben links auf dem Hütchen an, dann 1, 2, 3, 4, 5. Das ist meine erste Leiste, weil ich da halt einfach mit den Händen dran an die Tasten. Äh, dann geht es bei mir weiter mit ich glaube, das ist B, äh, R, Maustaste 3, das ist die mittlere Maustaste, F, Maustaste rechts, links, das sind die Tasten, die quasi an der Maus hier außerhalb sind. Ähm, und halt eine Kombination aus Shift und, linker, Shift und mittlere Maustaste, Shift und 2, Shift und 3, Shift und 1, SCRG 1, 2, 3, 4, 5. X für Dispellen, also guckt, dass ihr da wirklich alle Tasten benutzt, die ihr benutzen könnt. Es gibt auch noch Spieler, die haben sich zum Beispiel so eine Art Fußpedal von Elgato, gibt sowas geholt. Dann kannst du mit dem Fuß noch dr drücken und kannst zum Beispiel Kampfrausch oder einen Buff aktivieren oder whatever. Du kannst ähm, eine Maus mit mehreren Tasten haben. Ich habe letztes Mal einen Spieler getroffen, der meinte, er spielt nur mit der Maus. Ob ich das so glauben kann, keine Ahnung. Aber da kannst du theoretisch auch alles drauf einstellen und das Ganze ähm, solltest du dann hier in den Tastaturbelegungen halt auch anpassen. <laughs> so, jetzt einmal noch zurück. Ihr solltet also hier unten jetzt eure Leisten haben. Ihr solltet hier die Lebensleisten einstellen, wie ihr wollt. Äh, rechts, links. Die Buffs könnt ihr da drüber legen und ihr solltet ähm, ja, eure Fenster, eure Gruppenfenster generell alles geordnet haben. So, wenn ihr jetzt Details habt, das ist dieses Programm, könnt ihr hier einmal auf Optionen gehen und dann auf Fensterkontrolle, Fenster erstellen. Da kriegt ihr noch ein nächstes Fenster, das ihr euch hier oben meinetwegen hinziehen könnt. 1, 2, 3. Und wenn ihr rechtsklick auf die Fenster macht, könnt ihr sagen, ich möchte mir den Schaden anzeigen lassen. Den erlittenen Schaden. Wer die meiste Heilung gemacht hat. Wer gekickt hat. Wer CCs abgebrochen hat. Äh, Schaden auf Totenkopf. Tode. Also ihr könnt euch unheimlich viel einstellen, ähm, was euch im Fight helfen kann. Oder was euch helfen kann, anderen Spielern zu helfen, sage ich mal. Wenn ihr seht, A, ein Spieler kriegt irgendwie dreifachen Schaden, dann könnt ihr ihn nochmal darauf ansprechen und ihn hinweisen, dass er das äh, besser machen kann. Oder wenn ihr seht, der eine Warlock, der macht 50% vom Schaden, wie das andere hat, aber das gleiche Gegenstandsstufe, dann könnt ihr ihm sagen oder ihm lieb bitten, dem besseren Warlock zu helfen oder wie auch immer. Also die beiden Ads auch sehr äh, gut. Um einfach einen Überblick zu haben, wer macht wie viel Schaden, wie viel Schaden macht ihr selber, was könnt ihr verbessern. Ähm, auch wenn man hier dann drüber geht, steht aufgereiht, was am meisten Schaden macht oder äh, auch was am meisten Heilung macht, etc. Ja? Also hier auf jeden Fall auch die Details Fenster. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Weak Auras. Wenn ihr hier auf Weak Hour geht und öffnet, könnt ihr hier auf Importieren zum Beispiel. Da könnt ihr dann Text nehmen, den ihr euch äh, aus dem Internet holt oder von jemandem geschickt bekommt. Oder ihr könnt ähm, eine neue Aura selber erstellen. Und eine Weak Hour ist halt zum Beispiel hier unten so ein Fenster, ähm, wie bei dem vierten Boss in Karasan also dieses Pferd, da gibt es ja einen Geist. Und wenn man dann auf dieses Geist-Ding klickt, dann kommt im Chat eine Nachricht mit, der Geist ist auf mir, bitte dispellen. Oder den M-Plus-Timer. Dann seht ihr hier oben, welcher Boss wann gelegt wurde und wie viel Zeit ihr für eine, zwei und drei Chest habt. Ähm, jetzt großes Chaos für alle Shadowlands, Dungeons, alle Effekte, die man beachten muss. Ähm, bezüglich, ja, keine Ahnung, Bosse, Buffs auf dem Schrottplatz oder... Äh, auch Quaking, also hier ähm, Erdbeben oder wenn was gestunt werden muss, wenn irgendwas weniger Schaden bekommt und und und. Ist so ein kleiner Helper, den solltet ihr euch auf jeden Fall aus dem Internet laden. Und die anderen Add-ons, die ich euch gebracht habe, die helfen euch, indem sie hinter, diesem, ähm, hinter diesen Weak Hour Sounds legen. Wie zum Beispiel, ähm, wenn irgendwo eine Random-Fläche kommt oder wenn man springen muss, dann sagt es im Hintergrund, springe. Und du weißt genau, dass du springen musst. Also ist nochmal quasi ein verbessertes. Deadly Boss Mods, das Ganze. Also sehr, sehr wichtig. Ihr solltet jetzt euer Addon bzw. euer UI gebaut haben an den richtigen Stellen, ihr solltet eure Tasten verlinkt haben können, ihr solltet äh, Details haben, womit ihr seht, wie viel Schaden wer macht oder womit ihr alles steuern könnt, ihr solltet ähm, die weak Auren haben, ich packe euch da noch mal die Links unten, wo ihr weak Auren finden könnt, es gibt so viele weak Auren, deswegen guckt euch da einfach mal durch und sucht euch das Beste für euch aus, es gibt zum Beispiel auch für den Hunter oder generell für alle Klassen weak im, im Mittelpunkt, wo dann steht, was wie viel Abklingzeit hat etc. Ähm, genau, und ihr solltet Solltet Sound auf den Ohren haben durch Deadly Boss Mods oder durch die Weak Aura Funktion, die das Ganze nochmal unterstützen. Und damit solltet ihr euer UI perfekt gebaut haben, damit ihr ohne Probleme im Raid, in Dungeons oder auch ähm, in Open World einfach sehr gut zurechtkommt. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen, Anregungen oder keine Ahnung, findet den Guide cool? Irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Jeder Daumen nach oben und jedes Kommentar lässt mein Video weiter oben sein und andere potenzielle Leute das Video sehen, was ihnen auch wieder weiterhelfen kann. Also wenn es euch geholfen hat, schreibt gerne einen Kommentar und gebt einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn bei mir geht es immer wieder Guides äh, zu WOW, aber auch zu anderen Spielen, die ihr auf jeden Fall nutzen könnt und... Ähm Unterstützt mich auf jeden Fall bei meiner YouTube-Reise. Und äh, lasst einfach ein Abo da und bekommt mit, wenn ich ein Video hochlade und guckt es euch an, falls euch das Thema interessiert. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und habt noch einen schönen Tag. Äh, bis dahin, euer Mottenmann. Ciao!